Hallo Leute, herzlich willkommen zu Cooking Zish. Cooking Zish. Heute gibt es Bowser's Breathing Fireball Chicken Sandwich. Ja, und zwar habe ich mal wieder irgendwelche coolen Videos gesehen in Japan und Videospiel-themed Essen. Und da gab es halt eben dieses super softige Brioche-Bun mit Hähnchen, spicy, knackigen, knusprigen Stückchen. Ich überlege gerade, ob es Karage ist oder so ähnlich. Und ja, wir machen das. Wir werden mehrere Rezepte miteinander kombinieren, um dieses wunderbare Gericht nachzuempfinden. Einmal haben wir, das habe ich von Instagram, von John Ramsay, das Honey Hot Tender Recipe mit so einem Nashville, ja, Hot Seasoning, was wir alles zusammen machen. Zutaten zeige ich dir gleich. Und einmal ein Brioche Hot Dog Bun Rezept. Und zwar ist das von Anger's Kitchen. Auch das werde ich unten verlinken. Und wir schauen uns erstmal an, was wir alles davon brauchen. Also es ist eine Menge und wie ihr mich kennt, wandle ich wieder alles ab. Und wir schauen uns erstmal die Hotdog Buns an. Hier haben wir erstmal alles auf einen Blick, es sei denn natürlich, ich habe wieder irgendetwas vergessen. Das kann passieren. So, ich mache das Ganze für drei Brötchen, denn wenn ich für zwei das machen würde, oder für eins, sind die Werte müssen bescheiden. Wir brauchen 187,5 Gramm Weizenprotein, Weizenmehl, Pizzamehl, Protein 13 Gramm steht hier. Ich werde 50 Gramm Proteinpulver wie immer nehmen und den Rest mit Dinkelmehl vermischen. Hi. Dann 3,5 Gramm Trockenhefe. Mal sehen, ob meine Waage das so ausmisst. Ist keine Kokswaage, also werden es 3 oder 4 Gramm werden. 10 Gramm normalen Zucker, 10 Gramm Erythrit mache ich mal, so ein Mix. 50 Gramm weiche Butter. Bei mir ist es ja Margarine, Halbfettmargarine, um ehrlich zu sein. 85 Gramm, also ca. 3 bis 4. Nein, ich glaube, das wechselt gar nicht. Das ist circa 3 bis 4. Nein. Okay, 85 Gramm Eier. Also circa, ich sag mal so, 2 Eier habe ich hier genommen. Ich weiß gar nicht, ob die M sind. Die haben auf jeden Fall ein MHD. Das ist alles, was ich will. Und ja gut, später zum Bestreichen brauchen wir noch 25 Gramm geschmolzene Butter und halt noch ein bisschen Eigelb zum Bepinseln. Das heißt für mich, es gibt heute Abend Rührei. Geil. Jetzt kommen wir zum Hähnchen. Das wird ein bisschen schwieriger, weil da brauchst du unendlich viel Scheiß. Die ganzen Angaben sind in Cups. Ein Cup sind 250 Milliliter, ein halber Cup sind dementsprechend 125 Milliliter. Ein Viertel Cup 60 und so weiter. Ich darf den ganzen Scheiß gleich erstmal nochmal ordnen und dann muss ich es immer wegtun. Ich denke, ich werde die Hälfte machen. Das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt so viel Umrechnerei. Wenn da einer ein Viertel Cup Hot Sauce steht, muss ich das erstmal umrechnen auf Deutsch und dann davon die Hälfte nehmen. Und das ist mir jetzt gerade zu viel. Du hast das Rezept da. Ich mache es ja auch später nochmal. Oder nehme ich alles? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Hähnchen ich brauche. Ich habe mir einfach eine Packung genommen. Die werde ich nachher waschen. Baking Powder. Also nicht Backpulver, sondern wir nehmen Kaisernatron. Da ist, meine ich, nämlich ein Unterschied. Ich bin halt eben nicht so vertraut mit der amerikanischen Küche, aber deswegen kein normales Backpulver nehmen, Kaisernatron. Wir werden auch brauchen hier Buttermilch. Später brauchen wir eigentlich Honig, aber ich nehme Ahornsirup. Ganz beliebt ist Hot Sauce, das ist in der Regel Sriracha. Diese, ja, die werden, ich weiß nicht, ich habe schon ganz oft Amis gesehen, die packen sich das überall drauf. Weiß ich auch nicht, ob das so geil ist. Man könnte bestimmt auch Tabasco nehmen. Dann Salz. Ich glaube, beim anderen Mal habe ich die Hefe. Nee, die habe ich gewöhnt. Salz ganz viel. Pfeffer eigentlich schwarzen. Ich habe aber nur weißen, also wird da der weiße genommen. Ganz klassisch hier. Diverse Kackgewürze im Sinne von Cayenne-Pfeffer. Das ist nämlich für diese Nashville-Puder-Würzung. Nashville-Würzgeschichte, die mixe ich frisch an, weil ich kein Nashville-Gewürz habe. Chilis kommen da rein. Auch für diese Nashville-Gewürzmischung. Paprika geräuchert.
Das gehört auch in die Nashville-Gewürzrichtung. Kreuzkümmel, genau wie Knoblauch. Knoblauch brauchst du aber generell die ganze Zeit für dieses scheiß Rezept. Ich pack noch Chiliflocken hinzu. Man möchte eigentlich auch diese Zwiebeln haben, diese, die man, ähnlich wie die Knoblauchpresse, die man so drehen kann. Das habe ich nicht, das heißt, ich lasse das einfach weg. Habe ich sonst noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Okay, weil ich es vergessen habe, ich habe den Teig nochmal in der Kugel gepackt. Ist schon ein bisschen noch klebrig und gui. Ich lasse den noch eine Stunde erstmal so weiter chillen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt erstmal um das Hähnchen. Das kann man ja schon mal so ein bisschen vormarinieren. Ich wasche es ab, abtrocknen und dann kommt das erstmal in diese Schüssel mit den ganzen Gewürzen. Wir machen die Mehlmische schon mal fertig. Einmal 250 Milliliter und circa 155. Ja, Milliliter muss ich jetzt in dem Sinne auch machen. Wenn es mit einer Pinzette nicht geht, ne, dann haue ich da einfach ein scheiß Loch rein. Oh? Ja, Pinzette. Pinzette rettet den Tag. Gewusst wie? KKK, Tara an. 155 hatte ich gesagt. Milliliter. Huh! Der riecht so ein bisschen wie diese Salsa, die man kaufen kann, diese fertige. So richtig schön künstlich. Oh, naja, jetzt sind es 160 geworden. Passiert. Ich nehme dann wirklich jetzt einmal den Cup. Also es werden 500 Milliliter, aber 500 Milliliter sind halt nicht unbedingt 500 Gramm, vor allem wenn wir so was wie Mehl haben. Wir finden uns das einfach mal raus. Guck mal, es sind ungefähr 220 Gramm. Ein bis zwei Tablespoons sogar Baking Powder. Okay. Wir leben hier auf großen Fuß. Okay, wir machen einfach ein, weil es ja dann eh die Hälfte ist. Wenn ich zwei genommen hätte und die Packung ist leer. Oh, kann ich schon ein bisschen verrühren. Tja, dann wollen wir auch mal eben so gefühlt einen Teller Gewürze reinpacken. Bombs. Bombs. Sehr, sehr geil. Super geil. Paprika war der Beste. Habe ich Cayennepfeffer schon reingepackt? Ich glaube nicht, ne? Wir packen noch ein bisschen Cayennepfeffer rein. Oder habe ich schon Cayennepfeffer reingepackt? Habe ich dann Chili-Gewürze nicht reingepackt? Naja, und 60 Milliliter Honig bzw. Ahornsirup. Gutes Zeug. Ah, shit. Ja, sind 70 geworden. Und nochmal 30. Von der Sriracha. Dann zwei bzw. ein Teelöffel von der Garlic und Herb Butter. Ich habe irgendwie es vercheckt, weil wir können da einfach easy Kräuterbutter nehmen. Gibt ja die rein mit Knoblauch, aber irgendwie habe ich nicht gekocht. Ich weiß auch nicht warum. Wunderbar.
ja. Ich glaube, so ganz richtig ist das nicht. Das sieht aus wie Kackehaufen, Alter. Oh, shit. Wir trennen mal die Eier. Parallel. Dies muss ihn. Was war das? Irgendwann 160 Grad. Und wir machen das Öl richtig heiß. Eggwash 1 für mich. Oder machen wir das jetzt hier richtig? Super sexy. Okay. Flup, 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 flup. Schön Eier trennen. Glibbermasse hier, Eiweiß. Mehr von einem Schnodder weg. Bums. Guck mal, jetzt habe ich Abendessen und Mittagessen um ein. Abendessen hier, Mittagessen da. Bums. Stell ich zur Seite, das brauche nämlich nur ich und niemand anders. Und hier. Schön bestreichen. Ein Rezept stand auch, dass man unbedingt einen Silikonpinsel nehmen soll, damit man halt eben nichts wegnimmt und schön dazu gibt. Es sieht echt aus, als hätte mir irgendwer aufs Backblech geschissen. Kannst du sagen, was du willst? Naja, es müssen ja nicht formschön werden. Ich habe halt eben auch kein Hotdog-Formförmchen. So oft mache ich mir dann doch keine Buns. Und hier mache ich die schön, ein bisschen Rotz rausholen, bestreichen. Yes. Also kann sein, ja, mit Proteinpulver müsste ich mir vielleicht nochmal nachlesen, wie das Verhältnis mit Mehl sein soll, weil ich glaube, das ist nicht ganz so geil. Aber egal. Die Kackebuns sind soweit, die kommen, ich glaube 17 Minuten waren das, maximal in den Ofen. Ich stelle, sorry, einen Timer. Ich habe nicht auf die Brötchen genießt. Ja, ab in den Ofen und dann machen wir parallel Le Chicken. Das Öl ist schon am Britzel. Dann wollen wir uns mal das Bun anschauen. Also es ist nicht so aufgegangen wie auf den Bildern. Ich weiß auch nicht, warum ich das nochmal buttern sollte. Das ist natürlich jetzt super smart. Fühlt sich auch nicht so fluffig an, sondern eher fest. Bist du überhaupt durch? Es müsste noch fluffiger sein, definitiv. Also das habe ich wieder verkackt. Na, mal schauen. Und ich habe auch natürlich hier wieder vorsichtig eben reingedippt mit einem Stück Hähnchen. Und das ist einfach nur absolut geil. Boah. Wir leben mit einem Scheißlicht, wir nehmen mit lauten Nachbarn, wir leben jetzt mit Bowers, genau, Bowsers Fire Chicken Sandwich. Ich habe den Namen wahrscheinlich wieder verkackt, weil ich vergessen habe, wie es heißt. Okay, ich muss das mit beiden Händen nehmen. Also wie gesagt, ich kann jetzt schon predicten, dass ich das Brötchen verkackt habe. Okay, hui. Hotdog-Brötchen. Fail. Schmeckt scheiße. Kommt in den Müll. Hab ich verkackt. Ich muss mir. Oh, muiuiuiui, ist ganz nah. Das Mischverhältnis von Mehl und Proteinpulver auf jeden Fall mal anschauen. Im Zweifelsfall muss ich mal anfangen, ohne Proteinpulver zu backen. Oder ich muss mal schauen, es gibt, glaube ich, auch dieses Pizza-Protein. Pulver, vielleicht ist das besser geeignet für Backware, weil Pizza ist auch nur ein Hefeteig. Es brennt. Sie sind scharf. Das ist geil. Also dieses Hähnchen mit der Marinade und der Panade und diesem Soßentopping. Scheiße, mein Maul brennt. Es ist scharf, aber es ist super lecker.
Ich hätte nicht gedacht, dass mir Sriracha so gut schmecken würde. Es ist eigentlich nur Sriracha mit Sriracha mit ein bisschen Honig, beziehungsweise Jagabnacksaft hier. Ahornsirup. Das ist nice. Also ich hätte gedacht, ohne schmeckt schon richtig geil, aber das ist ja recht, das ist es nicht so trocken. In dem Sinne, die Panade ist knusprig, das Hähnchen ist durch, aber nicht halt eben eklig trocken durch, sondern ja, das passt. Ich fühle mich gut, ich weiß, dass ich keine Salmonellen kriegen werde. Und dann mit diesem Soßentopping, oh, göttlich. Würde ich es nochmal machen? Wahrscheinlich ja. Mit weniger Hähnchen nehmen, weil ich habe nicht nachgedacht. Ich bin eine Person und ich habe jetzt einen ganzen Teller voller frittierter Hähnchen. Das war irgendwie mal wieder dämlich, ja. Weniger? Hälfte? Oder Viertel? Weiß ich nicht. So ein bisschen für, obwohl, wenn ich das Brot weglasse, dann ist Hälfte, glaube ich, ganz gut. Hälfte machen. Dann habe ich auch nicht so einen Stress mit dem Panieren und in Soße ducken und so viel und dann frittieren. Ich überlege gerade, ob ich noch eine andere Soße machen würde oder vielleicht einfach noch ein bisschen so einen Sriracha-Mayo-Mix dann für ins Brötchen drin zum Streichen, dass das noch ein bisschen da ist. Oder halt, wenn da ich extra Soße mache, da nochmal das Hähnchen rein. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht könnte man auch, ich habe einen Fleischwolf, das Hähnchenfleisch als quasi Hackfleisch formen. Also, ne, Wolfen und dann als Kügelchen so ein bisschen drehen. Da weiß ich nur nicht, ob das halt mit der Marinade so gut klappt. Dann in Marinade, dann wieder rum, hin und her tunken. Dann hast du nämlich so schöne, kleine, knusprige Chickenbällchen. Die würden dann noch einfach ans Brot passen. Das sind erstmal so Ideen. Das wäre es auf jeden Fall. Wie gesagt, das Hähnchen selber sehr gut geschmeckt. Das Brot halte ich ans Originalrezept, mach's nicht nach. Also nicht so, wie ich es gemacht habe, das war scheiße. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir nochmal einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye.